Hallo, mein Name ist Alexandra Pilz. Ich habe das Buch geschrieben, Zurück nach Holly Hill, das am 25. Februar bei Heine Fliegt erscheint, das so aussieht und das ich hier kurz vorstellen möchte. Das Buch erzählt die Geschichte der 17 Jahre alten Emily, die sich von München aus aufmacht ins Dartmoor nach England, um mehr zu erfahren über ihre lange verstorbene Mutter. Ihre Suche führt sie in das Dorf Holly Hill, das auf keiner Karte eingezeichnet ist und auch sonst über so manch magisches Geheimnis verfügt. Sie gerät dort in die Fänge eines Verbrechers, der sich an ihr rächen will, und Emily hat keine Ahnung weshalb, und sie tritt mit dem jungen Matt eine Reise in die Vergangenheit an, die vollkommen anders verläuft, als sich das Emily je hätte träumen lassen. Zurück nach Holly Hill ist ein Fantasybuch mit viel Romantik und sehr viel Spannung, wie ich hoffe, für junge Erwachsene und für Erwachsene, die gerne Bücher für junge Erwachsene lesen. Die Idee zu dem Buch ist entstanden in einer Zeit, in der ich selbst sehr viel gelesen habe und irgendwann an einen Punkt geriet, wo ich dachte, jetzt habe ich alle Trilogien durch, die mich interessieren, habe auf Band 2 von irgendwas gewartet oder Band 3 von irgendetwas anderem. Und in dieser Zeit habe ich mich entschlossen, meine eigene Geschichte zu schreiben. Eine, wie ich sie gerne lesen würde, die an einem Ort spielt, an dem ich vielleicht gern sein würde. Zurück nach Holly Hill ist mein Debütroman und ich arbeite hier auch schon klammheimlich an einem zweiten Teil, denn ich finde, die Geschichte um Matt und Emily sollte unbedingt weitererzählt werden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das genauso seht, wenn ihr denn Teil 1 gelesen habt, bei dem ihr hoffentlich genauso viel Spaß habt, wie es mir Spaß bereitet hat, das Buch zu schreiben. Und wenn ihr noch Fragen an mich habt, ihr findet mich im Internet unter alexandrapilz.de oder bei Facebook oder bei Twitter. Und dort findet ihr auf jeden Fall auch Informationen über Katze Bär, die wie immer auf meinem Schreibtisch liegt und motzt. Bärchen, sag mal Wiedersehen.